Delphi bedeutsamer war als Harvard für die antike Welt. Aber von der inneren Logik der Entwicklung der Wissenschaft her ist das Orakel heute unendlich viel bedeutender, als es hier in der Weltgeschichte gewesen ist. Und das ist der Typus, in dem heute Orakel gesprochen werden. Wo Sie hingucken, ist ganz gleich Chemie, Mathematik, Physik. Es geht immer um das gleiche Grundschema. Und Sie sehen ja selber, der innere Mechanismus ist das Erzeugen von Evidenz. Ja, er führt Ihnen wie ein Hexenmeister vor, wie die Evidenz sich ergibt. Und darauf beruht der Erfolg des Orakels. Und dann kommt die nächste Stufe, dann diese Evidenz muss kritisiert werden, die dann ihrerseits wieder als Evidenz erscheint. Das nennt man dann Kritik. Und das humanistische Konzept ist dann Evidenzerzeugung durch Evidenzkritik. Also etwas bestreiten, dem Augenschein nach Gegebenes als falsch bestreiten, weil wir täuschbar sind. Das bestrittene Falsche wird wieder als Wahrnehmungsangebot ausgelegt. Und so geht das immer weiter. Das ist ein Grundmuster der Entwicklung von Orakelautorität, wie er sie eben beschrieben hat, der nicht mehr aufgrund der Meister hat gesagt, sondern die Methode erweist. So, jetzt kommt ein halbes Stündchen unser Freund Schlapp. Ein knappes. Dem ersten ist bereits fortgeschritten. Viertel vor. Du hast genau ein halbes Stündchen. Und dann haben die Nachfolgen haben dann 20 Minuten und dann haben die Nachfolger auch noch eine Stunde bis Viertel nach sechs. Und morgen geht es dann jeweils in den zweiten Teil.